Er fällt nicht. Fledermaus? Ich wollte gerade sagen. Süß. Oh, wie süß. Süße kleine Schnabeltier-Fledermaus. Ah, hell. Hey, es hat geklappt. Ja, und jetzt? Einer von euch beiden muss die Rebellen für einen Überraschungsangriff zusammentrommeln. Am besten du. Hä? Wieso denn ich? Ich gehe zur Organon-Hauptverwaltung und versuche, den Start des Hochboots hinauszuzögern. Ich hab's zuerst gesagt. Nein, ich! Na wunderbar, jetzt haben wir drei Rufus-Rufen. Ich gehe in die Kanalisation Rufen? Und rette Goal. Aber das ist mein Job. Nein, meiner. Ich muss Goal retten. Ich habe die Nukleinsäure. Nein, ich. Aber Hermes hat sie mir gegeben. Nein, mir. Wir können ja nachgucken. Dann werden wir es ja sehen. Einer von diesen beiden Mulpen hat die Nukleinsäure. Aber welcher? Einer von diesen beiden... Aber zum Beispiel durch ein neues, cooles Interface-Element am unteren Bild. Oh yeah. Wusste ich's doch. Ich habe die Nukleinsäure. Also bin ich auch derjenige, der Goal retten darf. Oh yeah. Haha, ich wusste es. Das heißt dann wohl, ich rette Goal. Nicht so schnell. Hey, hört auf mit dem Unsinn. Na toll. Das war doch klar. Okay. Anscheinend. Ups. Dieses Spiel nimmt langsam Züge von Day of the Tentacle an. Pocky, wo bist du? Oh, Rufus, ein Klon? Boah, ein dicker Hund. Nun ja, was ihm hier zu Ohren kam, war schon allerhand. Doch nun krempelt schon mal eure Ärmelschoner hoch, weil für Deponia noch Hoffnung bestand. Es sah zwar noch duster aus, doch einer muss ja nun mal am Tunnelende die Glühbirnen weg. Sinn und weil viel zu tun war, stieg er in den Klonapparat. Zu dritt schafft man dreimal so viel weg. Hussa, dreimal so viel Dreck. Weg! Es muss weg heißen! Ach, schön. Ich find's auch cool, wie in diesem Spiel Pocky doppelt so viel singt wie in den ersten beiden Teilen. Das ist wunderbar. Boop. Goal? Bist du das? Gott, ist das duster hier. Jupp, das ist Goal. Goal, wir müssen vorsichtig sein. Wer weiß, was für gruselige Viecher hier in der Dunkelheit lauern. Ich hab die Nukleinsäure aber nicht. Hast du Probleme, Boso-Schatz? Nein, danke, Frau Moog. Lass den Jungen in Ruhe sein Geschäft machen, Frau. Ich dachte, er braucht Hilfe. Ich schaff das schon. Es ist nur... Du hast Angst, nicht wahr? Ja, ach. Vorm Pupu machen? Vorm Weltuntergang, du Dummkopf. Nein, nein, es ist nur... Was? Ach, egal. Stopp, mach keinen Scheiß. Juhu, damit hast du nicht gerechnet, was? Tja, ich bin immer für eine Überraschung. Gut. Was zum Teufel? Hey! Für mich war das auch nicht gerade angenehm. Was? Oh, was? Zum...
Okay. Rosos Nachbarschaft ist ganz schön heruntergekommen. Der Teil, der noch steht, ist total morsch und porös. Und der Teil, der sitzt, ist hinter der Zeitung schwer zu erkennen. Darf ich kurz stören? Hm? Ui, guck mal, Muck. Da ist Baby Boso. Unsinn, Frau. Das ist nicht Baby Boso, sondern ein verirrter Landstreicher. Ach ja? Und wie komme ich dann auf Baby Boso? Weil du alt und senil bist. Verzeihung, ich möchte ja ungern unterbrechen, aber... Ich bin kein Landstreicher. Siehst du, Muck? Ich sagte doch, das ist kein Landstreicher. Na und? Du sagtest damals auch, das ist keine Wundbrandentzündung. Und dabei hätten wir das Bein noch retten können. Der arme Timmy. Der arme Timmy ist in den Brunnen gefallen. Oh, sind das doch seine Beine? Was treibt ihr denn hier mitten im Kriegsgebiet? Wisst ihr denn gar nicht, was hier los ist? Redest du immer noch mit dem Landstreicher, Frau? Ich rede mit wem ich will. Was will er denn? Er will wissen, was hier los ist. Na dann sag ihm, dass hier rein gar nichts mehr los ist. Zumindest nicht seit der Organon sich zurückgezogen hat. Das kannst du ihm auch selber sagen. Ich bin doch nicht dein Beppo. Ich bin doch nicht dein Beppo. Oh Gott. Das ist doch aber auch der Spruch gewesen von... War das nicht auch aus Day of the Tentacle? Ich bin doch nicht dein Beppo? Nee, Moment. Nee. Das war Lilly. Lilly, ich bin doch nicht euer Beppo. Genau, das war Lilly. Ist das da drüben etwa aus das Haus der Harveys neue Augen? Was heißt denn hier trostlos? Es hat vielleicht hier und da ein paar Granatenschäden, aber es ist immer noch unser Zuhause. Nicht doch, Muck. Er meinte doch die Bosos. Na dann ist er hier falsch. Die wohnen nebenan. Oh je. Wisst ihr, was mit Boso los ist? Ach. Du bist ein Freund von Boso? Unsinn, Frau! Boso freundet sich doch nicht mit irgendwelchen Landstreichern an. Im Gegensatz zu dir hat er nämlich noch einen restlichen Funken Gips. Auch wenn er sich momentan nicht so benimmt. Er ist deprimiert, Muck. Natürlich ist er das. Er hat keinen Job, keine Freundin, die Welt geht unter. Er hat eine Freundin. Richtig. Ihr Name ist Bambina und sie wohnt auf dem schwimmenden Schwarzmarkt. Wenn sie ihm auch so häufig widerspricht, verstehe ich langsam, warum er wieder zu Hause eingezogen ist. Ich suche das Lager des Widerstands. Sag ihm, wir kaufen nichts. Der junge Mann sucht etwas, Muck. Und da fragt er ausgerechnet dich? Du verbummelst doch immer alles. Wenigstens hab ich noch meine Manieren. Wenn du wirklich Manieren hättest, würdest du dich um deinen Gast kümmern. Ach, den Landstreicher. Den hätte ich fast vergessen. Sag ihm, dass er, wenn er schon betteln muss, sein Glück lieber beim Widerstand probieren sollte. Das Lager ist ja nur die Treppe runter und dann einmal quer über den Platz. Dort wissen sie wenigstens, wie man Ordnung hält. Versteht ihr überhaupt, was ich sage? 5, oder? Unsinn, Frau. Es sind mindestens 7. Ach, du hast doch keine Ahnung. Du weißt ja nicht mal, worum es geht. Warum fragst du dann nicht deinen Freund, den Landstreicher? Der scheint ja auf alles eine Antwort zu haben. Ach, Quatsch. Der redet doch gar nicht. Na, weil du einen eben nie zu Wort kommen lässt. Schau, er will schon wieder etwas sagen. Ach, vergesst es einfach. Das wird ja selbst mir zu blöd. Ich gehe. Ich glaube, du hattest recht, Muck. Das war doch ein Landstreicher. Sag ich doch, Frau. Aber du hörst ja nie auf mich. Die hört nie auf gar nichts. Die Stadt liegt in Trümmern, die Welt geht unter. Egal, solange die Wäsche trocken wird.